Für viele Männer ist es ein absoluter Graus, ein warmes Bier am Abend. Wir sind heute am Christkindlmarkt am Rindermarkt und testen das sogenannte Glühbier. Ob das schmeckt, das schauen wir jetzt mal. So, das erste Bier haben wir jetzt hier. Das ist der sogenannte Dunkle Engel. Eine Mischung aus Apfel und Zimt. Und ob das schmeckt, ich bin auf jeden Fall gespannt. Für alle Verfechter von warmem Bier ist das bestimmt eine Alternative. Mein Fall ist jetzt nicht unbedingt, aber es scheint hier einige Leute zu geben, denen das ganz gut schmeckt. Wir fragen einfach mal rum. Man sagt ja mal als Mann, warmes Bier ist ein absoluter Graus. Wie schmeckt Ihnen das Glühbier denn? Besser als Glühwein. Warum? Sehr interessant, ja. Schmeckt nicht so ganz so süß. Ich mag Bier und ich habe nichts gegen warmes Bier, absolut. Auch wenn das unmännlich erscheint. Was ist jetzt das Besondere von diesem Glühbier? Eigentlich jetzt die Gewürze, die da drin sind. Das schmeckt man schon, also jetzt in Ingwer. Schärfer könnte es jetzt, glaube ich, einfach noch ein bisschen sein, aber den Ingwer schmeckt man gut und ich trinke auch gern warmes Ingwerwasser und Bier auch und ja, schmeckt gut. Es ist warm, es haltet schön warm und die Atmosphäre hier ist auch schön. Das Besondere ist, dass es eben ganz anders als Glühwein ist. Der Geschmack ist ganz, ganz anders, aber weihnachtlich. Hier wird gerade das Stachelbier gemacht. Können Sie kurz erklären, wie das funktioniert? Das ist ein dunkles Weihnachtsbier von Hacker Pschorr. Und da kommt jetzt der heiße Eisenstachel, wird in das Bier gestochen sozusagen. Und dadurch kristallisieren die Zuckerkristalle. Was ist denn das Besondere an diesem Bier? Das ist eine ganz alte Tradition. Das haben früher schon die Schmiede, Bauernsleute und Schmiedleute gemacht. Das war sozusagen der warme Kaffee. Und da hat man das Bier, weil es so kalt war, hat man gesagt, das stachelt mal das Bier, dass man was Warmes hat. Wir wollen natürlich auch mal probieren, wie dieses Stachelbier denn schmeckt. Schmeckt mir jetzt persönlich deutlich besser. Die Oberfläche ist leicht warm, unten drunter ein schön kaltes Bier, so wie es schmecken soll. So, ich habe das Stachelbier gleich mal mitgenommen. Ist für mich mein persönliches Highlight am Rindermarkt. Und ich kann es jedem nur weiterempfehlen. Glühbier war nicht so mein Fall, aber der ein oder andere kann es sicherlich mal probieren.